Tabletop-Spielsysteme, Skirmisher, Airbrush-Technik, Farben, Dioramenbau, Pinsel und Zubehör. Das Tabletop-Paradies ist jetzt deine neue Anlaufstelle rund um das Thema Tabletop. Mehr Informationen unter www.tabletop-paradies.de. Hallo und herzlich willkommen beim Chef Oberst und beim neuen Bemalt Tutorial zu HeroQuest. Nach dem Unboxing der Neuauflage von HeroQuest im Vergleich zum Klassiker von 1989 und nach der Bemalung der Zombies, Mumien, Goblins, Orks, Skelette und der Abscheulichkeiten zeige ich euch heute, wie man die Chaoskrieger relativ einfach bemalt. Oder wie sie jetzt hier heißen, Schreckenskrieger, weil Chaoskrieger dürfen sich nicht mehr nennen. Hier habe ich schon mal ein Modell angemalt, also ähnlich werden wir den auch anmalen, wobei dieser rote Schild gefällt mir nicht so gut und hier oben das rote auch nicht. Von daher werden wir es wahrscheinlich ohne roten Schild machen, sondern der wird irgendwie silbern werden. Das zeige ich euch aber auch, oder ich sage es euch auch, wie ihr den dann rot kriegen könnt. Ja, relativ einfache Bemalung, aber so soll es ja auch sein. Als erstes werden wir das komplette Modell, außer natürlich dem Umhang und den Hörnern, mit der Basefarbe Lead Belcher oder irgendeiner anderen Silberfarbe bemalen. Ja, das ist super einfach bei so einem riesigen Modell. Da werde ich auch gar nicht so lange drauf rumreiten. Passt nur auf, dass er den Umhang nicht bemalt und oben die Hörner natürlich auch nicht. Und ansonsten sollte es jeder von alleine schaffen. Wichtig ist noch, hier hinten dran kommt natürlich ein bisschen schwieriger. Man kann es aber ein bisschen schaffen. Wo man nicht hinkommt, lässt man es am besten. Also ich habe es eigentlich bei allen geschafft, mit einem kleinen Pinsel hier hinten noch dran zu kommen. Also passt ein bisschen auf, dann schafft ihr das auch. Wenn das Silber getrocknet ist, dann nehmen wir TTC Oblivion Blackwash oder Army Painter Darkwash oder 00 von Games Workshop und waschen damit das ganze Metall. Ohne auf den Mantel zu kommen, ansonsten gibt es nichts zu beachten. Und wenn der Wash gut getrocknet ist, dann nehmen wir mal die Basefarbe, nämlich Leadbelcher oder irgendeine andere Silberfarbe und bürsten mit dem großen Trockenbürstpinsel einfach nochmal über die meisten Stellen drüber. Muss nicht überall sein. Wenn er also jetzt hier hinten nicht drankommt, ist überhaupt kein Problem. Und da wir trocken gebürstet haben, ist ja schon alles trocken. Und deshalb können wir direkt weitermachen mit Retributor Armor oder mit einer anderen Goldfarbe. Damit bemalen wir dann ausgewählte Teile von der Rüstung, die Gold werden soll. Das heißt, wir schichten oder layern die Farbe. Und natürlich auch vorne an der Rüstung bemalen wir Teile. Zum Beispiel hier die Knieschoner oder das ganze Gesicht hier vorne. Wenn das Gold getrocknet ist, dann nehmen wir Seraphin Sepia und waschen einfach über das Gold. Das muss nicht überall sein. Ihr könnt auch, wenn ihr über das Silber ein bisschen drüber kommt, ist auch überhaupt kein Problem. Also eigentlich könnt ihr da gar nichts falsch machen. Dann hier beim Schild könnt ihr auch nur so ein bisschen in der Mitte waschen. Das breitet sich ja eh noch ein bisschen aus. Und dann hat man direkt die Kanten ein bisschen goldener, also akzentuiert im Endeffekt. Wenn alles getrocknet ist, könnt ihr auch nochmal mit der Grundfarbe Gold einfach nochmal drüber bürsten. Mache ich aber nicht. Ich kümmere mich jetzt direkt um den Umhang. Und zwar nehmen wir da, wie auch bei den anderen Minis, Contrast Flash Tears Red. Wie immer mit ein bisschen Kontrast Medium verdünnt. Und dann relativ
zügig einpinseln. Wenn sich große Pfützen bilden, dann nimmt man sie ein bisschen weg. Und das ist aber sehr schön strukturiertes Material, also schöner Mantel. Da läuft das überall schön rein. Wenn das Flechttier Red getrocknet ist, könnt ihr noch optional danach mit Layer Evil Sun Scarlet oder irgendeiner anderen Rot den Mantel nochmal trocken bürsten. So ein bisschen gegen den Strich. Und dann sieht es doch noch ein bisschen schöner aus. Als nächstes nehmen wir Kontrast-Skeleton-Hort für die Hörner. Und vorher müsst ihr natürlich gucken, dass die Hörner sauber sind. Wenn da noch irgendwelche Flecken sind, müsst ihr es nochmal korrigieren. Und mit Blood Red habe ich noch die Augen bemalt. Genauso wie die Augen auch auf dem Schild. Und im Endeffekt sind wir jetzt fertig mit dem Chaoskrieger, Schreckenskrieger, wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Ja, ist nicht mein Lieblingsmodell, aber sieht doch ganz mächtig aus. Das Base machen wir genauso wie bei allen anderen Modellen auch. Da habe ich hier schon das Texture Astro Granit aufgetragen, wenn das getrocknet ist. Jetzt noch gewascht, trocken gebürstet und den Rand schwarz gemalt. Und das war's auch schon wieder beim Chef-Urboss und bei einem Tutorial von HeroQuest. Ich hoffe, die Bemalung hat euch gefallen. Und wie immer freue ich mich über eure Kommentare, über einen Daumen hoch und würde sagen, bis zum nächsten Mal beim Chef-Urboss und bei HeroQuest. Macht's gut. Tschüss.